Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Medieval Dynasty. Und ja, ich bin noch hier im Dörfchen und dachte, wir können vielleicht gerade noch so mit Alvin sprechen. Das ist nicht Alvin. Oh Gott. Oh. Ja, wo ist Alvin denn? Ach, der ist hier unten bei der. Da unten steht der rum. Ernsthaft? Alvin? In Ordnung, mein Spießgeselle. Schau zu und lerne. Ich denke, 20 Meter Entfernung von der Zielscheibe sollten reichen. Zeig mir, was du kannst. Nein. Wo ist die Zielscheibe? Okay. Die Frage ist halt, wie viel sind 20 Meter hier? Hm. Na. Sechzehn Meter. Okay, da müssen wir ein Stück zurück. Vierundzwanzig Punkte. Okay. Das hat schon gereicht. Und das im Dunkeln. Alles klar. So, meine Pfeile. Hi. Und so wird es gemacht. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du gut im Zielen bist. Ich kann nicht beides sein. Ich werde viel üben müssen, bevor ich es wirklich mit dir aufnehmen kann. Aber sei bereit. Bei unserem nächsten Schießwettbewerb werde ich es dir nicht mehr so leicht machen. Die Herausforderung nehme ich an. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir sollen auf die nächste Jahreszeit warten. Check. Das finde ich gut. So, dann machen wir nämlich als nächstes mal wieder Unigos Geschichte. Nebenquests haben wir hier gerade keine. Ohne? Hier irgendeine. Hä, was ist das denn hier oben? Hier oben doch noch eine Nebenquest. Moment, dann gehen wir jetzt mal gucken, mitten in der Nacht. Hey! Hello, Traveler. Hunimir! 18 Jahre. Kann ich über was helfen? Ich bin durstig, aber mir fehlt die Hauptzutat für mein Lieblingsgetränk, Beeren. Weiter. Wärst du so nett und suchst welche für mich? Ja, ich habe welche gesehen. Wie viel Bären will er denn? Sind das Bären? Nimmt der auch, weil wir haben ja erst früher, nimmt der denn jetzt auch unreife Bären? So, ist ihm das egal? Welche Bären? Und Zweige. Sieht im Dunkeln halt so schlecht. Wir gucken mal, wie viel will der denn? Einundzwanzig. Das sollten wir hinkriegen. Wir müssen nur erstmal Bären finden und das im Dunkeln. Ohne dass uns jemand einen Bären aufbindet. Halt, stopp. Wir machen das mal aktiv. Ja, ist egal welche. So. Vielleicht ist er ja noch wach. Sollten wir das direkt machen. Dann müssen wir auch wieder zusammen mit dem reden. Also mich interessiert die Geschichte von Kestrel jetzt schon sehr, ne? Muss schon sagen. Boah, ich glaube, der pennt schon. Oder si ah, der sitzt noch. How are you? Hey. Nö. Ich Have a dachte, good du day. wärst es. Dann wohnt er wohl hier. Oh. Ja, schlafe weiter. Ich wollte dir nur deine Bären bringen. Jetzt haben wir nämlich automatisch auch noch ein Säckchen bekommen.
Von daher. Jetzt verfolgen wir wieder Unigos Geschichte. Aber ich würde sagen, wir gehen auch nach Hause und bauen schon mal ein bisschen was. Wo errichte ich denn den Brunnen? Ist für den Brunnen? Produktion. Werkstatt, Schmiede, Näherei, Küche. Tierhaltung, können wir noch gar nichts. Landwirtschaft. Jagd. Gewinnung. Holzschuppen, Grabungsschuppen, Brunnen. Ach, da ist er. Tatsächlich. Oh, der ist ja hübsch. Ich hätte schon gerne ein bisschen sowas wie so ein Dorfplatz oder so in der Mitte, wo sich alle treffen können. Ich weiß noch nicht, auf welcher Seite. Weil das finde ich jetzt gerade das Schöne, dass wir noch das Bächlein so dazwischen haben. Und beide Seiten nutzen können. Und ich möchte das auch überhaupt nicht schematisch so Reihe an Reihe setzen, sondern wirklich so wild querbeet. Obwohl ich ja eigentlich als Monk genau vom Gegenteil eigentlich her arbeite, finde ich das hier mal ganz schön, das einfach wirklich querbeet zu setzen. Auch wenn wir dann vielleicht gar nicht so viel hinbekommen. Aber wir haben da Platz genug. Also ich habe eigentlich auch nicht vor, so eine Riesendynastie zu bauen. Wie war das eigentlich mit diesen Banditen? Kommen die jetzt hier oder nicht? Man kann im Nachhinein auch nicht mehr in seine Spieleinstellungen gehen, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich das da am Anfang hier richtig verstanden hatte und das alles so eingestellt hatte, wie ich das möchte. Weil ich hätte zum Beispiel auch gerne Banditen und das Einzige, was ich eingestellt oder einstellen wollte, war unendlich Stamina. Aber den Rest wollte ich schon gerne so belassen, eigentlich wie er ist. Nicht, dass ich da irgendwas aus Versehen falsch eingestellt habe. Falsch Haken raus oder rein. Von daher wäre das eigentlich schön, wenn man das im Nachhinein nochmal kontrollieren könnte. Kann man aber scheinbar nicht. Was ich ein bisschen schade finde. Nur kontrollieren. Ich muss ja nicht unbedingt im Nachhinein umstellen können. Wenn ich da was falsch gemacht habe, dann ist es eben. So, wir sind auch schon zu Hause. Wir haben auch Hunger und Durst. Dann trinken wir mal was. Essen gleich noch was? Ich möchte nur gerne kurz was gucken. Und zwar aus einfachen Säckchen haben wir hier. Den Dünger packen wir mal hier rüber. Fleisch. Ach, müssen wir drüben haben, ne? Wenn die Männer Fleisch besorgt haben. Das Pelz. Der Pelz kommt rüber. Der Pelz. Mal zwei unreife Beeren. Ja, was will ich denn damit? So. Die unreifen Beeren. Machen wir mal weg. So. Hier nochmal kurz. Uiuiuiui. Na, die ist aber fleißig. Haben hier sogar auch noch richtige Beeren. Gebratenes Fleisch. Nehmen wir mal an uns. So, was isst sie denn eigentlich? Ich hoffe auch von dem gebratenen Fleisch. Habe ich jetzt rüber geholt? Könnte das doch irgendwo einstellen, was sie essen soll und was nicht. Oh, wo ging das denn? Verbrauchsartikel. Irgendwo konnte ich das einstellen. War das auch hier bei Verwaltung? Lager? Nee. Hm.
Irgendwo konnte ich das einstellen. Hier, Essbares. Ich soll eigentlich... Ja. Oh meine Güte. Das kann man ja alles wieder einschalten. Ich habe halt keinen Bock, dass jetzt hier irgendwas weg ist, was er nicht soll. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so bedacht darauf, ob wie, also wie wohl sie sich fühlt. Also ich gebe ihr jetzt nicht hier das beste Essen, nur damit mit Madame happy ist. Kann man das nicht alles irgendwo... Alles an, alles aus oder so? Weil ich möchte halt, dass sie nur das Fleisch isst. Macht sie jetzt aber, oder? Einstellung für die Bedürfnisse der Dorfbewohner. Oh. So, alles an, alles aus wäre sinnvoll. So, Durstlöscher. Apfelwein, nein, hier wird es nicht besoffen. Bärenwein. Wie viel es hier auch gibt, ne? Einmal mit Milch, einmal mit Wasser, Säuse. Aber den Rest nicht. Gemüsesuppe gibt auch. Feuchtigkeit, interessant zu wissen. So, einmal alles ausstellen. Ich weiß, ich muss das später wahrscheinlich auch irgendwann alles einstellen. Stöcke, Holzstamm. Nö, nö, brenn du schon mal nur mit Brennholz. So. Wo hatte ich das jetzt eingestellt? Ach, hier hinten. Okay. Cool. Behalten. Zumindest versuchen zu behalten. Und ich jetzt esse jetzt noch ein bisschen. So, wird wie ein Turnschuhsimmer. Das ist wahrscheinlich die Nacht auch gleich schon rum. Oh. So, wir schlafen mal einsam und alleine in unserem Bettchen. Und es regnet. Hör's doch schon. Ach Gott, super Wetter. Jetzt wollte ich hier gucken. Haferbrei haben wir 6, Haferkorn haben wir 30, Holzschalen haben wir 20. Kohlsuppen. Haben wir noch Kohl? Ich finde das blöd, dass man da nicht drauf zugreifen kann. Boah, ist das ein Mistwetter draußen. Aha. Nee, wir haben keinen Kohl mehr. Okay. Dann nicht. Dann brate ich mir aber noch mal ein bisschen Fleisch durch. Oh nein, nicht nur eine. Oh. 104 müssen es jetzt aber auch nicht sein. 40 sind okay. 40 vielleicht auf einmal brutzeln, das läuft. Ah ja, das hatte ich auch eingestellt, diese schnelle Herstellung. Genau. Weil das ist halt einfach auf Dauer angenehmer. Ja, dann packt man den Rest mal wieder da rein. Und dann würde ich bei dem Wetter fast sagen, wir bestellen erstmal ein Feld, oder? Ah, hoffentlich habe ich jetzt nicht das. Nee, habe ich nicht. So, gebratenes Fleisch packen wir rüber. 13 Hammer. Nehmen wir noch 17 wieder zu. Die Sachen, die wir zum Pflanzen brauchen, haben wir hier. Eine Hake. Dünger.
Säckchen. Brennholz haben wir noch 56. Holzschaufeln haben wir in rauen Mengen. Holzhammer. Oh, wir haben sogar noch zwei Holzspeere. So, was haben wir gesagt? Kohl. Ich wollte Achterfelder machen. Dann Hafer. Und Zwiebeln. Ja, sogar noch ein normales Säckchen. Also wir sind schon eigentlich gut ausgerüstet jetzt für den Anfang. Säckchen habe ich, Samen habe ich, Dünger habe ich, Hake habe ich. Gut. Dann setzen wir die Hake mal auf die 8. Das Säckchen auf die 6. Den Hammer brauchen wir dann, wenn wir bauen. So, wo machen wir denn die Felder hin? Ich würde die gerne hier irgendwo hin machen. Hier so zwischen Weg und da finde ich das ganz nett. Machen wir mal. Muss ich dazu die Hake in der Hand halten? Bin mir gerade nicht mehr so. So, Felder. Eins, zwei, drei, vier. Fährt uns dieser Wagen hier? Oder das hier? Kann man das hier trotzdem setzen? Wo? So. 2, 3, 4. Das ist schon ein Achterfeld. Okay. Dann setzen wir hier nochmal an. So, 2, 3, 4. Das ist jetzt auch Viere. Boah, der Regen, ey. Und das Ganze jetzt nochmal. So. Dann ein Maron. Das ist jetzt alles gerodet. Ja. Sieht man teilweise echt schlecht. Das noch. Also das Spiel macht mir unglaublich viel Spaß im Moment. Habe ich das nur auf 6 gemacht? Mir fehlen doch 2. Moment, das finde ich so nicht schön. Da habe ich mich. Oh, endlich ist der Regen weg. Da habe ich mich irgendwie vertan. So. Warum auch immer. So, wie viel Platz haben wir denn dazwischen? Okay. Nicht wirklich viel, ne? Eins, zwei, vier. So, jetzt müsste aber passen.
Weil noch hatten wir ja nichts zu verlieren. Wir haben noch keinen Dünger drauf gemacht und nichts. Ja, jetzt sind es 8. Gut, ich hoffe, das geht klar mit dem Wägelchen da. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch dekorativ. Und von daher machen wir jetzt das Säckchen wieder auf die 6. So, jetzt einmal Dünger. Einmal. Uiuiui, das dauert noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier unser Feld fertig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.